Kontaktverbot, Ausgangsbeschränkung, Homeoffice betrifft auch Promis. Und die haben dieses Wochenende richtig am Rad gedreht. Hilfe! I have this. I don't even know if that's right. Einkauf ist am Start. Olli! Ja, plötzlich sind sie auf sich gestellt. Manche beginnen schon zu pöbeln. Diese Influencer-Voll-Fick-Scheiß-Trottel! Ich werde sie wirklich alle ankacken. Die Isolation schlägt ihm wohl aufs Gemüt. Was für ein... Ja, das ist ein echtes Filmplakat. Das musste gar keiner von uns im Homeoffice photoshoppen. Denn die Isolation nervt auch uns hier in der Redaktion. Und plötzlich will jeder einen Skype-Call machen. Wer bin ich denn? Edward Snowden? Corona hat uns fest im Griff. Zeit für unsere Reihe. Corona, na 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 na, it's really Batman. Ich bin Philipp Walulis und heute zeigen wir euch, wie Promis reagieren, wenn sie plötzlich ganz normal zu Hause sitzen müssen und wie sie sich gegenseitig bei Instagram bekriegen. Quarantäne, der neue Film von Quentin Tarantino. Die Isolation lässt manche Influencer und Promis so langsam durchdrehen. Dabei scheint es 4 Stufen des Quarantäne-Leids zu geben. Stufe 1, Isolation. That's the thing about COVID-19. It doesn't care about how rich you are, how famous you are. Das ist schon richtig, aber warum duscht sie mit Bismarcks Telefon? Hallo, sind da die 1880er Jahre? Wir hätten gerne unsere Fernsprechdusche zurück. Tja, Stufe 2 des Quarantäne-Leids, Hysterie, wie bei Kathi Hummels. Die hat schon vor der Woche Panik geschoben. Das Virus ist für sie eine Art Rache der Umwelt. Rache der Umwelt, übrigens auch der Gamertag von Luisa Neubauer. Wegen 2 Corona-Fälle in ihrer Familie hat Kathi Hummels jetzt auch ihren Auftritt bei Schlag den Star abgesagt. Einfach auch, um meine Familie zu unterstützen, auch um mich auf Corona testen zu lassen. Ja, einfach mal so testen lassen gehen. Das geht aber nicht, weil die Kapazitäten so knapp sind. Nur die echten Verdachtsfälle können geprüft werden und Kathi so... Nach einem Telefonat mit meinem Arzt habe ich verstanden, wie egoistisch und auch doof meine Reaktion war. Ja, dann sollte sie mal öfters telefonieren. Stufe 3, resignieren und einfach alles egal finden. So wie Schauspielerin Vanessa Hudgens. Even if everybody gets it, like, yeah, people are gonna die. It's just terrible, but like, inevitable? Da sterben Leute und sie so... Ja, schlimm, aber mir egal. Wer ist sie denn? Das neue Testimonial von Nestle? Und dann die Endstufe. Vorbild sein in Creepy. Vielen Dank, Ursula von der Leyen. Hände waschen ist ja sehr löblich. Aber muss das so creepy sein? Das Video hat sich für uns eher so angefühlt. Ursel mit den Seifenhänden. Ja, Corona ist überall. Auch bei uns. Vor allem, weil wir in Bayern sind. Mit Ausgangsbeschränkungen und so. Wie es uns geht und was besonders nervt, jetzt im Walulis Virus Update. Am Wochenende habe ich im Supermarkt eine dramatische Entdeckung gemacht. 6 Meter Bierregal, komplett leer. Komplett leer. Unser Getränkewart, der Ehrenmann, muss man ja sagen, er hat vor Corona noch mal richtig schön Bier eingekauft. Die haben selbst alkoholfreies Bier weggenommen. Nirgend so ein Lappen muss jetzt wahrscheinlich Indian Pale Ale trinken. Ich musste das gesamte Wochenende über Indian Pale Ale trinken. Meine Nachbarn, die haben sich gedacht, sie nutzen Corona einfach mal dafür aus, um mal richtig ordentlich die Bude zu renovieren. Pale Ale, das ist bitter. Bitter wie die Nuss. Das ist wahnsinnig laut und nervt krass.
Scheiße, haltet euer Maul. Maul halten. Maul halten. Ja, ich bin's asozial. Manche Leute müssen sich ja noch anpassen. Vor allem läuft den ganzen Tag nur Milky Chance. Und noch schlimmer, wenn man sich übers Quarantänewochenende so einen Hobbyalkoholismus ansäuft, wie verschleiert man das im Arbeitsalltag? Unter den verrückt gewordenen Quarantäne-Promis tut sich vor allem einer hervor, Olli Pocher. Er und seine Frau sind positiv auf Corona getestet. Das nimmt er zum Anlass, gegen alle möglichen Influencer abzuhaten, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Ey, wirklich, würden die Dummen es nur treffen, dann haben wir ja wirklich ein Gutes mit dem Virus. Nur wir Normalen müssen die Scheiße auch ausatmen. Ich kann nicht mehr sprechen. Schlimm, was Corona mit dem Körper anstellt. Aber eieiei, was hat ihn denn da so getriggert? Vielleicht Sängerin und Moderatorin Senna Gamur? Die musste vor ein paar Tagen noch unbedingt ins Nagelstudio. Mitten in der Corona-Krise. Was ist, wenn die Ausgangssperre kommt, wegen diesen ganzen Idioten, die draußen noch rumlaufen, obwohl sie es nicht machen sollten? Dann sind die Nägel natürlich das Allerwichtigste. Ja, die Nägel sind das Allerwichtigste, hat auch Pontius Pilatus gesagt. Aber Senna schießt zurück und fragt Pochers Fans, die offenbar ihr Profil geflutet haben. Was hab ich euch so Schlimmes angetan, dass man einem Mann glaubt, der ein Video aus dem Kontext rauszieht und Halbwahrheiten über mich verbreitet, mit dem Ziel, Hass und mehr Reichweite zu bekommen? Auch Beauty-Influencerin Denise Wobbe hatet gegen Pocher und seine Fans. Die kleinen Puppies, die ihm jetzt nacheifern und denken, oh mein Gott, der Olli, der kriegt gerade Fame. Ich muss jetzt auch alles schlecht machen. Ich mit meinem 50k-Account, ich werde jetzt alles raushauen. Pocher hat also ordentlich was losgetreten. Er hat nicht einfach nur ein Video gepostet, sondern er hat richtig Beef angezettelt. Und dafür hat er einen sehr schlauen Grund, nämlich Promo für seine neue RTL-Show. Die Quarantäne-WG. Mit meiner Wenigkeit Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Es wird also Risikogruppen-TV. Krawall machen, um Promo zu bekommen. Olli Pocher hat nichts gelernt. Dabei hat er vor über 10 Jahren von Harald Schmidt schon gesagt bekommen, dass seine Taktiken nicht so geil sind. Das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht kriegt, erstmal so klein ist mit Hut und dann im ausländischen Gaste so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Na, hoffen wir mal für alle das Beste. Auch für die kleine, miese Type, die alles ausbeutet, nur um ein paar Klicks zu bekommen. Denn Corona wünschen wir hier niemanden. Und es ist ja auch verständlich, dass die Leute in der Lage irgendwie austicken. Vor allem jetzt noch mit dem Kontaktverbot. 1,50 Meter Abstand. Hier bei uns im Büro sind eh nur noch ein paar Hansel und deswegen ist es nicht nur 1,50 Meter, sondern schon 5,50 Meter. Aber ihr, wie geht ihr damit um? Hey Leute, wisst ihr, was auch noch gegen Einsamkeit hilft? Den Balulis seine Videos. Die gibt's fast täglich und sind mindestens genauso geil wie Promi-Livestreams. Also abonnieren und Glocke drücken nicht vergessen. Schach Uno.